Ranja und wir spielen heute eine Runde Fashion Famous. Ich habe mir das Spiel ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Das heißt, wir gucken jetzt mal zusammen da rein. Das ist für die Leute, die kein Roblox spielen. Es ist eins von den vielen, vielen, vielen Spielen, die es auf Roblox so gibt. Bisher habe ich nur Mad City und ich glaube High School 2 gespielt. Da kann ich euch die Videos auch gerne verlinken. Hier. Dann, falls ihr Fans davon seid, dann könnt ihr euch das gerne noch anschauen. Ansonsten würde ich sagen, lass uns mal reinschauen. Okidoki. Warte, was passiert hier? 3, 2, 1. Was machen wir? Was machen wir? Wir wollen hübsch aussehen, richtig? Ich nehme diese Haare, die finde ich sehr schön. Die gefallen mir sehr gut. Ich glaube, da habe ich schon eine gute Auswahl getroffen. Ich glaube, man muss hier schnell entscheiden. Ich bin kein Mann. Okay, ich bin nach wie vor eine Frau. Hier gibt es leider keine Haarfarben zur Auswahl, wie bei den Männern. Da frage ich mich, was ist denn da los? Jetzt kommt Musik! Okay. Wir nehmen das. Wir sehen... Ja, wir haben was an, ne? Ich glaube, die Gesamtpakete sind, kommen aber nicht so gut an, oder? Wie, obwohl, das sind alles Gesamtpakete. Was ist das? Pink. Oh nein, jetzt bin ich eine Meerjungfrau. Oh Gott, das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Wir gehen wieder zurück. Ich habe das erstbeste Outfit genommen. Ich fand das aber auch... Ich krieg meinen Meerjungfrauen... Nein, ich krieg meinen blöden Meerjungfrauenschwanz nicht ab. Hallo? Zieh einfach einen Rock drüber, dann sieht das keiner mehr. Okay, wir gehen für rosa. Wir gehen voll für rosa. Ich bin... Oh Gott, in dem Rock sehe ich übergewichtig aus. Egal, das Oberteil passt gut zum Rock. Ich glaube, ich sollte den Meerjungfrauenschwanz irgendwie ablegen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht! Was ist das? Bikini! Passt der besser zu meinem Meerjungfrauenschwanz? Nee, der sieht merkwürdig aus. Den will ich überhaupt nicht. Okay, wie kann man Sachen ausziehen? Der Stress, was ist das? Das glitzert mir viel zu sehr. Okay, stopp. Ich glaube, unsere Priorität sollte nicht unser Outfit sein. Also doch schon irgendwo. Wie wäre es denn damit? Das, ich kann nichts ausziehen. Okay, ich sag, das sieht besser aus. Tut es das? Ich glaube, die weißen Haare sind's. Die weißen Haare sehen wirklich blöd aus. Okay, was ist hier? Oh, okay. Hier, Meerjungfrauenschwanz ist weg. Der komische Rock ist weg. Ich krieg ihn weg. Da ist er weg. Alles klar, ich bin wieder draußen. Okay, ich renne hier nur in Unterwäsche rum, aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Was ist denn hier? Ich glaube, das ist für die Dudes, oder? Ist es was für mich? Will ich mir casual so ein Jackett um... Ach Gott, nein. Oh nein, jetzt habe ich das wieder an. Okay, zurück. Oh, warte, vielleicht hier. Remove Clothing. Ich habe zwei von denen an, übrigens. Immer mehr ist besser. Okay, alles klar. Wir joggen zurück zum Bereich, wo ich die... oh Gott, wir haben nur noch eine Minute. Warte, nein, was ist das denn jetzt? Okay, eine Handtasche. Ich brauche eine Handtasche, ich brauche eine Handtasche. Hier, die. Oh Gott, die kostet Geld. Nein, ich will die nicht. Hier, das glitzert, das will ich. Oh Gott, das ist alles... Oh. Ja, das sind die Leute, die hier Pay-to-Win Roblox spielen. Nein, ich will nicht in den Shop. Nein. Sag mal. Alles, was ich will... da hinten sind sie. Okay, wir haben noch 47 Sekunden. Ich bin schon weit gekommen. Ich fand... Okay, das erste Outfit war nichts. Das sind alles Oberteile, oder? Nee, das sind keine Oberteile. Ich finde... Das sieht schön aus. Das kann ich auch drüber ziehen. Das ist ein... Jumpsuit. Und dann habe ich so ein... ich weiß auch nicht. Wie kann ich meine Haarfarbe ändern? Oh Gott, die Musik, die stresst mich. Sie wollen mich zum Nacken halten. Guck mal, die hat Flügel. Wo mache ich meine Haarfarbe? Hier. Nee, hier sind nur mehr Klamotten. Oh, weia. Musik. Die kann ich ausschalten. Okay. Okay. Okay, okay, okay. In New York sind wir. Auf einem Laufsteg. Mit unserem Outfit.
Hallo! Alle zusammen. Alle miteinander. Zur Fashion Show. Hier sind unsere Juroren. Der Mittlere hat gar keinen Kopf. Wie soll der mich denn sehen? Okay, Willimans. Die mit den Flügeln. Okay, ach so, wir sollen raten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dies. Obwohl, nee, die Farbkombination. Sie hätte andere Flügelfarben wählen können. Oder ein anderes, farblich anderes Outfit. Weil sie hat einfach das Fertig-Outfit genommen. Es sieht ordentlich aus, aber sie hat einfach das Fertig-Outfit genommen. Nee, das gefällt mir leider überhaupt nicht. Also, ich habe nichts gegen Leute, die sich dafür entscheiden, schwarze Haare zu haben, die länger als ihr Po sind und breiter als ihr Körper. Aber ich habe was gegen Leute, die Hosen mit Schlitz an der Seite tragen. Das sieht furchtbar aus. Also da ist meins besser. Ich sag, die weißen Haare sind gar nicht so verkehrt. Ich hatte auch mal weiße Haare. Das ist eine legitime Farbe. Sie freut sich. Oh. Mm. Oh. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe auch keine Schuhe. Auweia. Auweia. Ich sehe schon, dass ich das hier nicht gewinnen kann. Veronika! Oh, Veronika hat das Problem mit dem Rock. Oh, Veronika ist für so ein Cinderella-Ding gegangen. Veronika hat doch Schminke im Gesicht. 3. 3 von 5. Faire 3 von 5. Es gewinnt sowieso die mit den Flügeln. Das ist insane. Ich hätte auch gerne Flügel gehabt. Okay, was hat sie? Rote Haare? Nee. Ist nicht so schlimm wie das andere, aber finde ich jetzt nicht so ansprechend, bin ich ganz ehrlich. Es passt nicht so richtig. Hier ist nämlich alles sehr pink, deswegen habe ich gedacht, gehen wir ein bisschen mit dem Ambiente, ne? Hat aber leider nicht funktioniert. Guck mal, sie hat auch einfach keine weißen Haare. Sie hat sich einfach nur das erstbeste Outfit angezogen. Da steckt kaum Mühe drin, aber es sieht trotzdem besser aus als die roten. Ja? Deswegen gebe ich hier 3 Sterne. Aber, ich meine, man muss ja auch immer, zum Beispiel sie hat hier, jetzt finde ich ganz okay, aber sie hat diese Zombie-Augen, ich weiß nicht, ich kann das mit meinen Augen leider nicht. Schade, ha? Ich wünschte, ich hätte Zombie-Augen. Der Traum, Leute, der Traum. Okay. Dritte geworden? Wo bin ich? Leider bin ich 8. Ich wusste nicht, was ich... Also, es war der Countdown. Auf einmal hat das Spiel gestartet, ne? Ich war noch nicht bereit. Kurzes Recap. Ich war ganz zufrieden. Ich bin noch Amateurmodel. Ja, ich kann aufsteigen. Ich kann... Zum Beispiel, der hier ist Pro-Model, Jano. Kann ich mit Jano reden? Nee, ich chill erstmal ein bisschen im Sitz, im Sessel. Ich steche hier aus. Ah, Flatset. Okay, neue Runde. Ich bin jetzt mental bereit, okay? Ich bin mental bereit. Ich weiß, dass man irgendwo die Haarfarbe ändern kann, okay? Ich weiß es. Ich krieg das hin. Ich werde das hinkriegen. Oh, es gibt eine Kategorie. Die Kategorie ist Brad. Oh, ich habe gar nicht auf die Kategorie geguckt letztes Mal. Brad, also so verzogene, Göre, bla bla bla. Entitelte, kleine, verwöhnte, weiß ich nicht, Tuse. Oder Dude. Es sind ja auch Dudes dabei. Glaube ich. Okay. Diesmal schaffe ich das. Okay, was gibt's denn hier für Haare, die aussehen, als wäre ich so ein bisschen außer Kontrolle? Oder sehr... Hier, die. Voll außer Kontrolle, ha? Huh? Nein, aber da, es geht mir drum... Oh, das ist besser. Ich will so ein bisschen, fast schon bitchy aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, das sind nicht die Haare für mich. Lass uns mal... gucken, was ist noch... Oh, die sind gut. Die gefallen mir gut. Oh, warte. Kann ich Haare ausziehen? Genau. Ich kann Haare ausziehen. Und zwar hätte ich gerne einfach nur... Obwohl, kann ich nur die mittlere nehmen? Bitte? Die gefallen mir nicht. Ich will die nicht. Die sahen so besser aus. Das ist das gleiche Problem, was ich in Sims immer hatte. Okay, das ist gut, das gefällt mir. Das ist das gleiche Problem, was ich in Sims immer hatte. Oh Gott. Oh, okay. Kann ich was auswählen? Oh nein, das kostet Geld.
Warte, was? Ach so, du kannst nur Haarfarben haben, wenn du dafür bezahlst? Hell no! Warte, ich wollte das nicht. Nein, ich wollte das nicht! Okay, warte mal, vielleicht gibt es auch irgendwo noch die Free-Haarfarben. Ja, das ist doch besser. Ich gehe für ein helles Blond, weil ich im echten Leben ein helles Blond bin. Und ich finde, dass es wirkt sehr schön. Ich finde es schön, wie ihre Füße durch die Haare laufen. Das gefällt mir besonders gut. Okay, ab in die Abteilung. Ich bin bestimmt jemand, der... Okay, fangen wir erstmal an, irgendwas anzuziehen und gucken dann, wie es wirkt, ja? Ich glaube, das ist der Prozess hier. Zum Beispiel das Adidas-Ding. Das gefällt mir sehr gut. Das bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Ich muss jetzt noch so ein bisschen das Abgehobene reinbringen, ne? So ein bisschen das... Ha, wie mache ich das denn am besten? Kann man hier irgendwie schneller rennen in Roblox? Ich glaube nicht. Gibt es hier irgendwo Accessoires, die ich benutzen kann, ohne dafür Geld zu bezahlen? Oh, Jackpot. Jackpot, Gesichter. Oh, ich glaube, mit dem Gesicht können wir sehr ausdrucksstark sein. Zum Beispiel das hier ist schon mal ein guter Start. Aber das wirkt nicht gemein genug. Was ist denn mit der Zahnspange? Oh Gott. Was ist mit ohne Zahnspange? Nee, da wirklich ein bisschen... Da gefällt mir das schon besser. Aber vielleicht finden wir noch... Oh, die sieht gut aus. Wo hat sie das Gesicht denn her? Das will ich auch. Das will ich klauen. Sie hat die Augen. Okay. Oh ja. Aber die blauen Lippen gefallen mir nicht. Gibt es die Augen auch noch? Ich weiß nicht, ob die schwarzen Lippen es besser machen, ne? Nee, die machen es nicht besser. Aber jetzt verstehe ich's, okay? Ich verstehe es. Sie hat die Regenbogenaugen gehabt, glaube ich. Aber jetzt hat sie lila Lippen. Ich mag... Oh, hier, die sind stark, die sind stark. Oh ja, oh ja. Jackpot, das sind sie. Diesmal läuft es besser für mich. Ich mache mir so Hasenöhrchen. Ich habe das Gefühl, Hasenöhrchen sind das ultimative Zeichen von... Ich habe mein Leben im Griff. Kann ich die Hasenöhrchenfarbe nachträglich noch ändern? Oder, warte, kann ich mir noch eine Schleife aufziehen? Ich habe das Gefühl, die Schleife wirkt besser als die Hasenöhrchen, oder? Oder soll ich beides machen? Ich mache beides. Ich mache beides. Ich lasse die Schleife sogar weiß. Oder? Ich lasse die Schleife weiß. Ich mache die Hasenöhrchen weg. Ich sag, die sind's nicht. Und dann mache ich die Schleife hellrosa. Komm schon! Ich wünschte, das würde schneller gehen. Mir gefällt die Farbe nicht. Ich will die Hasenöhrchen. Wo sind die Hasenöhrchen? Gibt's hier noch bessere? Warte, was ist mit denen hier? Oh nein, das passt meinem Kopf überhaupt nicht. Ah, wir müssen uns beeilen. Okay, dann. Hasenöhrchen, go. Hier, die Farbe gefällt mir. Okay, wir sind... Was haben wir hier? Das gefällt mir nicht. Oh, ich habe Schuhe diesmal. Okay. Leute. Paris in France. Ich war actually noch nie in Frankreich. Meine Tante wohnt da. Aber ich war noch nie da. Crazy, ha? Huh? Okay, wir haben schon wieder den ohne Augen. Beziehungsweise ohne Kopf. Oh, ich bin als Erste. Oh, look at me. Look at me go. Da stand mein Name gar nicht da. Oh, ich gewinne das sowas von. Also, seht ihr das? Clean. Jetzt, wo ich auch weiß, was wir machen, ne? Willi Mats. Okay, Willi Mats ist die, von der ich die Augen geklaut habe. Sie hat das gleiche Outfit an wie ich. Das heißt, es kommt nur auf die Haare runter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Haare gefallen mir nicht. Die Haare sind mir zu... pink. Da fand ich meins besser. Ich hatte auch die Hasenöhrchen noch, ne? Okay. Ja, gut. Also, da können wir nichts anderes geben als einen Stern. Weil, was ist das? Hat der überhaupt was gemacht? Ich glaube nicht. Oh Gott, was ist das? Ah! Amalia, Bungus. Oh, die Flügel! Immer mit den Flügeln. Ich mag die Flügel. Aber alle haben diese Augen genommen. Alle! Ah, nee, das sind andere. Never mind. Oh, die hat gute Haare. Ich gebe ihr 4 Sterne. Die Haare sind fantastisch. Ich wünschte, ich hätte diese Haare gefunden. Die sind super. Obwohl, meine waren okay. Ich will mich jetzt hier nicht schlecht reden. Da irritiert mich der... das Pflaster auf dem Mund mehr als alles andere. Und die Haare beißen sich mit ihrem Haarschmuck. Weil der Neon pink ist und ihre Haare rot. Rot und pink passen nicht so gut zusammen.
sag ich als modeerfahrener Mensch, der immer nur grau trägt. Drei Sterne. Drei Sterne. Oh, das Outfit ist gut. Können wir das noch umändern? Ich gebe ihr vier Sterne. Obwohl das Schwarz ein bisschen stark rüberkam. Aber ich glaube, hätte sie eine andere Haarfarbe gewählt, wären das für mich fünf Sterne gewesen. Okay. Bin ich wieder Achter. Ich bin Dritte! Ich hab... Oh mein Gott, ich bin so gut in diesem Spiel. Ich habe einen Punkt erhalten. Ich bin dritter Platz. Easy, Boys. Und Girls. Dritter. Ich bin so gut. Ich war auch vorbereitet diesmal. Ich habe das Motto mitgekriegt. Letztes Mal habe ich das Motto nicht mitgekriegt. Alles klar, gut. Cash. Gut, dann war es auch mit dieser Folge. Fashion Famous? Fashion Famous? Ich glaube, es heißt Fashion Famous. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Roblox sehen möchtet, dann Roblox kommt jetzt immer dienstags. Also bleibt dabei. ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Wäre nice. Würde mich freuen. Danke. Ciao, ciao.